So, ich habe diesen neuen alten Automat endlich eingestellt, Sensoren eingestellt, FreePlay eingestellt und Sound eingestellt, eigentlich alles eingestellt. Da war ich jetzt 2 Stunden mit beschäftigt. Und jetzt funktioniert alles. Fehlwurfsensor geht. Ich habe zwar nicht vor, daneben zu werfen, aber er geht. Ich habe nur das Gefühl, dass ich viel weiter weg stehe als bei meinem anderen Automat. Aber ich habe es ausgemessen. Es stimmt. Es ist keine Ahnung warum. Vielleicht diese andere Umgebung oder so. Ich spiele hier gegen Computer Level 2. Ich dachte eigentlich, dass Level 2 nicht so stark war, aber der hat, glaube ich, jetzt schon 5-mal geklingelt. Ist, extrem unlustig. Siehst du, siebte Runde steht er auf 74. Das ist irgendwie extrem unlustig. So komme ich da natürlich nicht hinterher. Obwohl ich gar nicht so mega schlecht spiele, aber. Der ist schon hammerhart hier. Jetzt wird er sich 32 stellen. Nee. Ich habe Master Out an. Ja, ich komme nochmal ran. Muss ja nur 130 checken. Bei 59 wirft er eine 3, so ein Nubi. Bei 59 geht man nicht auf die 19 bei Master Out. Da geht man 8, 11, 14 und lässt alles im Finish. Triple 19 lässt dir 2. 19 lässt ein Finish, der Rest nicht. 52 oder 56, wieso sollst du das machen? So, jetzt stellt er sich Tops. Mal schauen, ob er ausmacht. Drüber geworfen und er wurde erkannt. Ja, jetzt hat er ausgemacht. Applaus, 8. Runde. Stark gemacht, Ernie. Also, Ernie war zu gut für mich. Ich habe heute nicht mehr viel Zeit. Ich wollte euch jetzt mal eine Challenge geben, weil ich vorhin ja noch kein Oki hier hatte und ein bisschen näher dran stand. Da habe ich mich mal ganz nah hingestellt. Jetzt passt mal auf. Ich mach mal ein Spiel an. Ich spiele jetzt ein Spiel gegen euch. Ich gehe jetzt von dem Dart-Automat. Von dem Automat gehe ich jetzt einen Schritt hinter. So. Und von hier aus, ja, da kann ich mir gut merken, da ist im Teppich ist ein Ding. Von hier aus, ich kann mit dem Arm nicht ganz hin. Ihr seht es nicht so ganz gut, aber wenn ich den Pfeil hier hinten nehme und mich ganz weit vorbücke, dann könnte ich den Automat berühren. So. Mache ich aber nicht. Ich werfe jetzt ganz normal. Ich versuche jetzt einfach das Spiel auszumachen. Mal gucken. Ach, ich habe wieder gegen Ernie. Okay, dann spiele ich gegen Ernie. Shit. Oh, und er hat er nicht gewertet. Der war drüber. Hat er nicht gewertet. Vorhin wollte ich das im Field zeigen, habe ich die Triple 20 sogar getroffen. Immer wenn ich das auf dem Turnier oder was jemandem zeige zur Zeit, dann denken die alle, ja, das ist easy von so nah. Oder du gehst vom Bullseye, vom Oki einen Schritt nach vorne und versuchst dann mal zu werfen. Auf Bullseye, also werfen alle drüber. Ich sag's dir. Und du wirst jetzt drunter werfen, weil du denkst, du wirfst drüber. So. Hey, der Computer hat jetzt 11 gemacht. Scheint, er hat sich entweder gefangen oder er passt seinen Score wirklich mir an. Ich hatte nämlich vorne in der ersten Runde geklingelt. Oh, ich wollte Bullseye versuchen. Jetzt war mit Triple 19. Oh. Also ich spiele jetzt von einem Schritt Abstand hier. Warte mal, ich kann es messen. Währenddessen der Computer spielt, messe ich den Abstand zum Automat, also zum Automatendeckel quasi, nicht zum Standfuß. Oh, 1 Meter. Ich stehe 1 Meter vom Automat weg. Von der Geldklappe sozusagen. Oh. Neu! Und wirft tatsächlich in die 1. Am Ende hat das sogar noch einen Trainingseffekt, wenn man von so nah wirft. Da muss man ja eigentlich, erwartet man eigentlich, dass man mehr gerade wirft als von weiter weg, ne? Du könntest fast eine Session machen, eine von 1 Meter, eine von 1,50 oder 1,80 oder so und dann eine von 2,37. Mal gucken. So, jetzt bin ich dran erstmal. Ah, 20 läuft bei mir. Ich versuche mal Bullseye, vielleicht mache ich dann Triple 20. Ha! Bisschen runter. Ich habe schon Angst vorm Checken. Ja, die Challenge. Mal gucken, wie viele Runden ich brauche.
Ihr könnt mir dann gerne schreiben, wie viel ihr gebraucht habt und wie komisch das für euch war. Es ist nämlich extrem komisch. Jetzt komm, hör doch auf. Ah, 62, ne? Jetzt will er es mir geben. Jetzt gehe ich mal auf die 19. 16, das sieht fast so aus wie mein typischer 19er Wurf hier. Erstmal einen in die 16. Ja, das war hier. Das war gar nichts. 16, 7, 3. Das ist auch eine 26. Mal gucken, ob er Mitleid hat. Doppel 20. Okay, klar. Geht übelst zum Fischen. Der Ernie kriegt da nichts. So, dann gehe ich wieder an meinen 1 Meter Oki hier. Ich bleib mal oben, da war ich nicht schlecht. Jawohl. Solide 60. Puh, ich habe auch angefangen. Ich muss mal ein bisschen auf Mitleid hoffen von ihm hier. Mitleid Crisis. Nee, ne. Triple 20. So, jetzt macht er noch eine. Ah ja. Hat er sich gerade noch eingebremst, dachte sich, ups, habe ich schon wieder so hart gescored. Jetzt kommt die 19, muss doch gehen, wenn man sich konzentriert, oder? Jawohl. Jawohl. Immerhin zwei 19er. Das ist nicht so einfach, von einem Meter Abstand zu werfen. Wenn du jetzt einer bist, der wirklich noch einen längeren Arm hat als ich und die einfach reinsteckt, dann bitte mach die Challenge nicht, geh 1,20 Meter oder sowas. Alter, der scored Level 2, ne? Das gibt's ja gar nicht. Da kann ich noch lang und viel üben gegen die Kollegin. Oh nein, ich brauchte Triple 18. Oh mein Gott, ich versag hier. Man sieht schon Parallelen. Das ist oft so, wenn du Triple 18 brauchst, Palm 1. Bei mir zumindest. Es fängt übrigens jetzt gerade mega an zu stürmen hier draußen. Ich bin hier auch raus nach dem Video. Mega der Sturm. Genau, stellt er sich wieder, hey, die. Dieser gemeine Computer. Bullseye. Ah, daneben. Ich find's witzig, wie parallel man manchmal so sieht, den hätte man von weiter weg wahrscheinlich genauso geworfen. Also ich wäre nicht genauso geworfen, aber der wäre da auch gelandet. Das macht er jetzt schon wieder aus, oder? Jetzt verliere ich dieses Spiel. Von so nah dran. Fast genauso wie von weiter weg. Dabei wollte ich ja die Challenge machen, das ist jetzt ein bisschen blöde. Ah. Bräuchte ich zwei Triple eigentlich. Oh, ich stelle mich sogar mal. Oh, bitte mach nicht aus. Ich glaube, Tops kann ich. Ich glaube, Tops kann ich. 13, okay, jetzt kann ich gewinnen. Übernachtest du hier? Nein, ich mache nur ein Video. Warte, ich versuche jetzt zu gewinnen. Ah. Ja! Yes! Geil, ich mach Doppel-5. Doppel-15. Hätte ich nie gedacht. Also, was habe ich gemacht? 11. Runde. Ich glaube, 11. Runde. Machen wir Optionen. Hä? Ah ja, hier, guck mal. 50,7 Point per Dart. 46,7 Average in den ersten drei Runden. 32 Darts. Von einem Meter Abstand. 3x11 sind natürlich 33 Darts, aber der Löwe, der zählt. Und das war das erste Mal, dass ich ein Spiel von einem Meter Abstand gemacht habe. Spielwürfe nicht mit. Normal habe ich einen Schritt vom Oki nach vorne gemacht. Also, versuch mal dein erstes Spiel, 1 Meter Abstand. Sag mir, wie es läuft. So, ich bin jetzt raus. Dem Unwetter entgehen und was essen. Und dann spiele ich das schwarze Auge, weil ich ein super Nerd bin. Nee, weil ich das einfach schon super lang mache. Und wer Spaß macht. Also, tschüssi. Ich hatte versprochen, eine Sache noch zu sagen. Und zwar hatte Harald mich gebeten zu sagen, dass ich habe ja gestern in dem Video gesagt, es ist Sonntag, die Bestellung verschicke ich morgen. Also heute.
heute ist Montag, heute ist aber Pfingstmontag und Feiertag. Und wer ist auf der Post mit dem Paket, um es zu verschicken, beziehungsweise mit dem Briefumschlag? Genau, haha, super lustig. Und Harald sagt, komm, sag doch mal in deinem nächsten Video, dass paradata.de auch an Feiertagen verschickt. Ja, wir haben es versucht, es hat leider nicht geklappt. Ich werde es morgen verschicken.